keine Ahnung, ich bin mal zu faul zum Einkaufen. Beziehungsweise nicht nur ich, mein Vater eigentlich auch. Der kauft immer nur eigentlich das Nötigste. Und dann fehlt es halt immer und dann muss man immer was bestellen, aber ich habe jetzt leider kein Geld hier zu Hause. Oder? 22:15 Uhr, eigentlich könnte ich mir sogar noch was bestellen. Einfach über PayPal. Ist ja ziemlich geil, ich habe in pizza.de, da kann sie halt über PayPal jetzt bestellen. Könnte ich halt nicht mehr machen. Habe ich schon ewig lang nicht mehr. Benötigt. Achso. Die Schmiede vom Zomkart wird natürlich benötigt. Natürlich. Warum nicht die Schmiede von Chipilipi? Warum die Schmiede von Zomgard? Verstehe ich nicht. So, jetzt gibt es erstmal epischer Skill. Ja, gut. Wir können doch auf Wasser laufen, oder nicht? Ja, damit. So, jetzt auch nicht. Das kann doch nicht sein. Kommt denn nicht hoch? Wenn mit denen da, mit dem weißen Kodo. Meh. Gibt's doch gar nicht, Alter. Wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Davon ist doch genauso viel, so wenig. Zum Hochstiefeln. Okay, wir kommen nicht mehr hoch. Ja, geil. Das haben sie echt geil gemacht. Alter, langsam drückt der Kopfhörer gegen meine Brille, weil ich habe den Kopfhörer schon ziemlich lange auf. Und ja, ich habe eine Brille und auch nicht gerade die schönste Brille. Ich will auf jeden Fall eine neue Brille kaufen. Eine Ray-Ban-Brille will ich auf jeden Fall haben. Nur ich bin irgendwie zu faul zum Augenarzt zu gehen, weil ich brauche noch ein paar Informationen, um mir die Brille zu bestellen, weil auf dem Brillenpass steht ja nicht alles drauf. Und muss ich mal machen, ey. Muss ich wirklich mal machen. Nur beim Augenarzt, trotz Termin, da musste immer ungefähr 2 Stunden noch trotzdem warten oder auf eine Stunde auf jeden Fall und ist ja dann ziemlich langweilig, deswegen mag ich den Augenarzt nicht so wirklich. Leuchtturm, Feuer. Hä? Was müssen wir jetzt noch machen? Was ist nicht alles? Oder brauchen wir jetzt die Schmiede vom Zomgar? Ich glaube nicht schon. Für die Quest bekommen wir eigentlich eh nichts mehr. Davon ist dieser Leuchtturm, da gehen wir mal schnell hin. Da ist da drin ja noch die Schmiede von Zomgar. Aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Rüstung gefällt mir nicht wirklich. Also vom Aussehen her. Man kann ja transmogrifizieren, also andere Rüstung benutzen. Oder was anderes. Totaler Schwachsinn, was ich schon wieder laber. Man kann den Skin von anderen Rüstungen für die eigene Rüstung benutzen. So ist richtig. Finde ich recht geil gemacht eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob man damit auch das andere Teil dann zerstört. Also das Rüstungsteil, wo es so aussehen soll. Wo es so aussehen soll, Schwachsinn wieder. Das Rüstungsteil, was. Scheiße. Jumping Flash! Ach super, da ist natürlich eine Glasscheibe drin. Ist ja immer attackiert. Ach, scheiß doch drauf. Wir verlieren eh keinen Fallschaden. Jedenfalls nicht so viel. So. Wasserlaufen, ja super. Jetzt werden wir attackiert. Oh, ich habe Hunger. Mein Bauch knurrt, glaube ich, schon fast. Aber es ist kurz davor auf jeden Fall. Lass mich! Hau ab! Boah, die sind aber auf jeden Fall schon schneller als ihr. Ja, geht doch. Endlich. So, nochmal das da, nochmal den Kodo rausholen. Und ich. Ach, da kann man hoch. Da kann man ja hoch. So, jetzt wird die scheiß Schmiede finden. Und ich habe echt überhaupt keine Ahnung, wo die Schmiede ist. Schmiede vom Zomgarde, gell? Nein, das wäre der Bewegung nicht möglich. Also haben wir eigentlich recht Latte. Außenposten von Zoramgar, nicht von Zomgar. Ich frage mich echt, wo die diese Namen auftreiben. Wer bei Blizzard das sitzt und sagt. Diese Schmiede nennen wir Zoramgar. Finde ich echt komisch. Aber egal, wenigstens haben wir jetzt die scheiß Schmiede gefunden. Und jetzt können wir diesen scheiß Leuchtturm entzünden. Dann können wir hoffentlich endlich ins Steinkrallengebirge und endlich wieder Quests machen, wo uns auch ein bisschen Erfahrung bringt. Weil hier bekommen wir, glaube ich, schon weniger als normal. Weil das bekommt man immer, wenn man, glaube ich, so 6 oder 5 Level über der Quest ist, dann bekommt man immer weniger Erfahrung. Und dann bekommt man dann gar keine mehr. Oder gar keine mehr? Ich glaube, dann bekommt man einfach nur noch vielleicht 50% oder 40% davon. Scheiße. Beim Todesräder bist du dann vom Mount runtergegangen. Da warst du doch drauf.
Naja, ist auch egal. Jetzt entzünden wir diesen scheiß Leuchtturm noch schnell und dann gehe ich noch schnell ins Steinkrallengebiet und schaue, ob es da Quest gibt. Dann repariere ich noch schnell meine Rüstung und dann mache ich noch das und das und das und das und das und das. Dann ist 0 Uhr, dann beende ich die Aufnahme. Nee, Quatsch, ich habe echt Hunger. Und ich will ja heute noch andere Spiele aufnehmen, zum Beispiel Tomb Raider. Ist auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel. Habe ich auf jeden Fall, glaube, 2,5 Stunden auf am Stück jetzt spielen, aber weil es so geil war. Ach, wo ist denn dieses Viech jetzt überhaupt, Alter? Das Graffel sieht mir vom Boden aus an. Ach, da oben. Ja, fahren wir wieder. Wo ist... Ach, Schnecki. Hallo. Mach Geräusche. Ja, egal. Wo ist jetzt... Ah, da kommt's ja. So, jetzt sind wir bewegungsunfähig, aber das ist mir eigentlich recht latte. Weil wir ja sowas machen können. Das ist Level 19, Alter. Das ist schon grau angezeigt. Grau heißt, dass man keine Erfahrung mehr bekommt. Aber ich denke, das habe ich schon mal gesagt. Aber wir sind auch eigentlich extrem langsam. Wie viele haben wir überhaupt schon gespielt? Schon 11 Stunden. 11 Stunden Let's Play gibt's schon. Ja, okay, ich glaube 10 Stunden. Weil man hat ja ein bisschen was nicht gesehen, wo ich gefailt habe. Wo ich Fail aufgenommen habe. Spielen. Achso, auf dieser Stufe gespielt. Schade, dass es dann nicht steht, wie viel man jetzt in dieser Runde aufgenommen hat. Aufgenommen hat. Gespielt hat. Aber das kann man auch mit dem Add-on anzeigen lassen. Und es würde mir auch eher helfen bei der Aufnahme. Da kann ich ungefähr so planen, wie lange ich noch aufnehmen muss oder kann oder soll oder will. Weil letztes Mal hat es ja wieder nicht geklappt, dass ich genau da cutte, wo es genau 1 Stunde 15 ist, oder eine Stunde. Also jede 15 Minuten will ich ja immer einen Cut machen. Voll einen Cut. Weil man 20 Minuten einfach nicht ganz anschaut. Und ich will einfach, dass ihr so gut wie möglich die ganze Folge anschaut. Wie es eigentlich jeder Let's Player haben will. Also von daher bin ich jetzt nicht total arrogant, weil ich will, dass jemand meine Let's Plays anschaut. Natürlich will ich das mal jetzt gleich anschauen. Immer mache ich mir Mühe dafür. Nee, Spaß. Also eigentlich, ja, keine Ahnung. Ist mir eigentlich recht egal. Ich mache es ja einfach nur, weil ich Bock habe, weil ich einfach Videos machen will. Ich will ja Videos auf meinem Kanal haben, dass ich in 20 Jahren sagen kann, Alter, ich war auf YouTube aktiv und habe ungefähr 5000 Videos hochgeladen. So ist ungefähr mein Ziel. Ich will Gronkh auf jeden Fall noch einholen. Auch mit den Abonnenten, das klappt auf jeden Fall noch. Bin auf jeden Fall ziemlich gut dabei. Nein, Spaß, also. Also Gronkh hat, glaube ich, jetzt 1,3 Millionen Abonnenten oder so. Also das geht auf jeden Fall schon auf jeden Fall richtig verdammt schnell bei ihm jetzt. Weiß gar nicht, warum er jetzt so extrem ultra viele Abonnenten bekommt. Wahrscheinlich, keine Ahnung, wegen Let's Play Together ist, glaube ich, auch so. Also sein Livestream schaue ich auch ab und zu mal rein, aber nicht wirklich oft. Aber keine Ahnung. Ich habe um 18 Uhr eigentlich immer was Besseres zu tun oder mache was anderes. Da kommt zum Beispiel Fußball oder so. Und ja, ich denke mal auch, dass das ein ausschlaggebender Grund ist, warum man in letzter Zeit ziemlich aufsteigt, Alter. Weil das, keine Ahnung, ich glaube in den letzten Monaten hat er ungefähr 200.000 Leute dazu bekommen. Das ist auch schon neu. Aber es soll jetzt kein Flames sein, weil ich mag Gronkh echt. Ihr könnt da unten schauen, weil ich habe jetzt die Leute freigeschaltet. Also ich habe jetzt die Funktion freigeschaltet, dass ihr sehen könnt, wen ich abonniert habe. Könnt ihr mal runterschauen. Wenn ich halt ab weniger sind nicht wirklich viele. Ich glaube 50 Leute. Mit dem Kanal schaue ich auch nicht wirklich viel. Da habe ich mal einen anderen Kanal für. Weil meine Let's Plays schaue ich ja. Meine Let's Plays. Die Videos schaue ich ja eigentlich immer auf dem Fernseher. Und da ist immer ein anderer im Kanal eingeloggt. Mein Zweitkanal. Das ist ja eigentlich so der private Kanal ungefähr. Den habe ich auch schon seit ziemlich langer Zeit. Und hier habe ich schon viel mehr abonniert als mit dem Kanal. Da schaue ich ab und zu mal rein, um zu schauen, ob neue Videos hochgeladen worden sind. Weil ich am PC mal mit dem Kanal eingeloggt bin. Und am Fernseher mit dem anderen Kanal. Und ja. Und ja. Genau. So. Ich hoffe mal, dass da unten jetzt Quests sind. Ich glaube, wir müssen erst wieder da hochstiefeln. Hä? Ne, Quatsch. Hab mich schon gewundert, warum das so komisch aussieht. Da hoch mal nicht, da hoch. Zum den Bruch. Oder zu der Bruch. Zum Bruch. Fliegen. Laufen.
wandern, wie auch immer man das sagen will. Ich hoffe, das schafft mir noch in den letzten 5 Minuten. Oder ich glaube ungefähr, dass ich um 21.15 Uhr angefangen habe. Dann wäre das halt der perfekte Zeitpunkt. Und wenn nicht, dann muss ich halt noch mal ein, zwei Quests machen. Das ist jetzt auch nicht so wirklich schlimm. Aber ich denke mal, das müssen wir in 5 Minuten schaffen. Oder vielleicht sehen wir von oben da schon, ob da Quests sind. Und noch sehe ich nichts. Wenn da jetzt wirklich keine Quests sein sollten, was ich nicht hoffe, dann fliege ich jetzt nochmal geschwind nach Orgrimmar und schau mal, ob an der Tafel jetzt schon die Anfangsquest von der Questreihe hier ist. Weil es ja eigentlich eine gesamte Questreihe hier von 50, 60 Quests oder so. Ja, okay, das ist auf jeden Fall der Ballon, wo wir irgendwas kaputt machen müssen, weil... Ey, der Ballon. Das Questgebiet, der Ballon ist natürlich auch da, aber ich meine natürlich das Questgebiet. So, wir sehen auf jeden Fall schon mal keine Quests. Was eigentlich auch schon recht negativ ist. So, jetzt muss ich da runter gehen, dahinter. Und dann schaue ich da, ob es Quests gibt. Und wenn nicht, dann muss ich wieder zurück und zum Flugmeister und ja. Ich denke mal, dann schaffen wir doch noch 15 Minuten. Aber ungewollte 15 Minuten eigentlich. Aber ich bin auch nicht sicher, ob ich da wirklich genau aufgenommen habe. Alter, ich muss auch schnell machen, weil der Lieferant hat bald zu. Wobei ich weiß nicht, wo ich bestelle. Beim Griechen hat er nicht so lange offen. Der Grieche hat bis 22.45 Uhr offen. Und Tony Macaroni hat bis 0.30 Uhr offen, glaube ich. Also da habe ich noch ein bisschen Zeit. Wobei ich jetzt eigentlich alles verspeisen könnte. Also Griechisch und Tony Macaroni. Aber der Grieche braucht immer saulang, bis er liefert. Also wirklich, also das ist echt schon immer feierlich. Der braucht ungefähr 2 Stunden oder so, bis er mal hierher gekommen ist. Finde ich komisch eigentlich, weil wenn man so auf pizza.de schaut, die kriegen relativ wenige Bestellungen rein, aber ich weiß ja nicht, was beim Restaurant an sich da ist. Aber es ist eigentlich auch in der Nähe. Ich wohne in einem Dorf, wo genau könnt ihr ja googeln, weil da steht da überall und hier gibt es keine Quests. Ja, super. Dann muss ich nochmal zurück. Ist ja geil. Auf jeden Fall, ich wohne in einem Dorf und der Lieferant ist im Nebendorf angesiedelt. Und ja, eigentlich müsste er schon schneller machen, ne? Tony Macaroni ist noch weiter weg. Das ist in der Hauptstadt, in Würzburg. Ja, in Würzburg. Ich wohne nicht in Würzburg, ich wohne in der Nähe von Würzburg. Aber ich habe dann Würzburg gewohnt, aber jetzt nicht mehr, weil mein Vater wollte in ein Dorf ziehen, weil es da irgendwie ruhiger ist und so. Und jetzt haben wir das Problem, dass es immer früh ist nach Kuh ringt. Nach Kuh riecht. Aber es ist auch nicht wirklich das Problem, aber... Das Problem, was ich eher habe, ist das schlechte Internet. Wobei, jetzt bin ich eigentlich recht zufrieden, aber ich hatte ja am Anfang DSL 374. Ja, das ist das beste DSL, was es jemals gegeben hat. Da lädt sie halt mit 46 Kilobytes herunter. YouTube-Videos kannst du vergessen. WoW, damals habe ich ja schon WoW gespielt. Ich hatte 6 Tage gebraucht. 6 Tage, wirklich 6 Tage, um dieses Spiel zu downloaden. Und ich hatte schon das normale WoW da. Also das normale Dingenskirchen-WoW da. Das hatte ich schon bei mir und trotzdem hat es 6 Tage gedauert, bis ich 3 Addons gedownloadet habe. Damals gab es nur noch Kataklysm, jetzt gibt es ja Mist of Pandaria. Und das ist echt schon scheiße. Das ist echt schon scheiße. Zum Glück hat Telekom. Die Telekom hat jetzt die Leitungen erneuert und jetzt kommen halt hier 12k an. 12k kommen an. Uploaden tue ich normal wie mit einer 16k Leitung, also 120 Kilobyte in der Minute, wollte ich schon sagen. In der Minute wäre es echt der Hammer gewesen. Also in der Sekunde lade ich hoch. Pro Video, das ist ungefähr immer 1 Gigabyte groß ist, da ich ja jetzt immer in 1152p rendere. Dauert ungefähr immer 2-3 Stunden. Der hat ungefähr 3 Stunden. Und ja, ich finde es schade, dass es nicht so in Amerika ist, weil da gibt es, glaube ich, gleiches Dingenskirchen, ne? Also die gleiche Upload-Rate wie Download auch.
Das ist auch auf jeden Fall schon mega geil, wenn das die Telekom hier auch in Deutschland machen würde. Weil die Telekom ist ja, glaube ich, eher für die Leitungen zuständig. Ich glaube, Kabel Deutschland oder so macht es, glaube ich, nicht. Bin mir aber nicht sicher. Also, ich habe echt keine Ahnung davon. Und ja, wäre auf jeden Fall schon ziemlich geil, wenn du halt ja, mit dem gleichen Speed uploaden würdest wie downloaden. Ich weiß gar nicht, wo das abhängt. Ob uploaden mehr Ding braucht als downloaden. Das kann natürlich auch sein. Weil immer wenn ich uploade, komme ich nicht in Online-Spiele rein. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist meine Leitung da immer noch zu schwach für. Aber eigentlich müsste es ja klappen. Aber wenn ich uploade, ist irgendwie die Leitung immer dicht. Vielleicht braucht der Upload auch noch irgendwas von der Download-Ration. Und dann kommst du halt nicht rein. Ist halt immer blöd. Dann muss ich immer mein Netlimit anmachen, was zurzeit irgendwie verbuggt ist. Immer wenn ich da was eingebe, macht das nicht. Und deswegen muss ich immer nachts uploaden und kann nicht einfach nebenbei Tag und Nacht uploaden. Immer nur nachts und dann schaffe ich einfach nur 3 Videos, bis ich wieder wach bin. Weil, ja, dann ist immer scheiße, ne? 3 Videos pro Tag abzuladen ist einfach ein bisschen schwach. Schwach, ja, das passt. Dieses Wort ist das, was ich gesucht habe. Weil ich uploade ja eigentlich mal pro Tag 3 Videos und wenn ich einfach nur das uploade, was ich eigentlich pro Tag hochladen kann, dann... Irgendwann ist dann wieder so eine Phase dabei, wo ich halt keine Videos mehr hochladen kann, weil ich einfach keine Zeit mehr zu uploaden habe, weil dann muss ich eigentlich den PC Tag und Nacht anmachen oder anlassen. Und ja, das habe ich jetzt die letzten 3 Tage gemacht, da war er eigentlich die ganze Zeit nur an. Einmal habe ich ihn kurz ausgemacht, so kurz zum Ruhen. Aber naja, ist nicht wirklich toll. Am besten wäre es, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, mit einem normalen iPad abzuladen, aber mein iPad hat auch nur 16 GB Speicher, weil ich ja irgendwie zu blöd war oder ich war blöd und habe 100 Euro mehr ausgegeben, damit ich dieses scheiß UMTS habe, also damit ich meine Karte reintun kann und damit auch Internet habe. Habe ich bis heute nicht ausprobiert und mein iPad habe ich jetzt glaube ich schon seit 1,5 Jahren. Und ja, hätte ich mir lieber 32 GB holen können, hätte ich genauso viel bezahlt und hätte halt mehr Speicher. Wobei ich bis jetzt den Speicher immer noch nicht ausgenutzt habe. Weil ich nicht so der App-Typ bin, also ich habe nicht wirklich viele Apps. Obwohl, ich habe eigentlich schon viele Apps, aber ich benutze sie nicht wirklich. Ich bin eher so der Typ, ich gehe damit eher ins Internet. Das ist so für mich mein Laptop. Ich hätte früher auch einen Laptop, nur ist halt blöd. Ich muss den halt immer anschalten, also immer hochfahren. Und iPad muss ich einfach nur auf den Knopf drücken, dann ist das Ding an. Und deswegen mag ich mein iPad. Das ist so eigentlich das Elektronikteil, was ich am meisten benutze. Sogar vor dem PC, also wenn ich im Bett liege, habe ich mein iPad da. Immer wenn ich schlafen gehe, schaue ich mir eine Folge TV Total an. Mit meinem iPad und so weiter. Also iPad ist eigentlich schon ein geiles Teil. Muss man ohne Frage sagen, also wer jetzt kein Apple-Typ ist. Es geht ja nicht um Apple, also an sich Tablets finde ich einfach nur eine geile Erfindung. Smartphones brauche ich nicht. Ich hab zwar eins, aber das ist eigentlich die ganze Zeit aus. Ja, hier gibt's keine Quest. Also ich habe echt keine Ahnung, warum wir hier keine Quest bekommen. Wo kommen wir denn noch hin? Was gibt's denn hier eigentlich Schönes? 20 bis 25. Ach, da hoch, ne? Aber ich. Ne, ja doch, 25 bis 30. Ach, da gehen wir noch hin, weil ich jetzt gerade irgendwie so in Laberlaune bin. Da können wir auch mal das andere Gebiet erkunden. Da könnt ihr mal sehen, wie lange das ungefähr dauert, bis wir da hochgeflogen sind. Weil das dauert dann ungefähr so 7-8 Minuten. Aber ich will das bestellen. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine kurze Aufnahmepause. Dann bestelle ich mir was und dann komme ich wieder und dann fliege mal schnell dahin. Und dann spiele ich noch eine halbe Stunde und dann klingelt es hoffentlich. Und dann steht Toni Macaroni vor der Tür und bringt mir... meine Nudeln. So, also wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder World of Warcraft heißt. Bis dann, ciao.